Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich habe hier den Brief von Reha-Zentrum Weiher aus Oberösterreich in der Hand und ich möchte euch mitteilen, dass ich am 31.10.2024 hinfahren darf und ich werde bis 21.11.2024 im Reha-Zentrum Weiher anwesend sein. Ja, was ich natürlich hoffe, ist, dass durch die Reha, dass ich da wieder auf die Beine komme, dass die Atemprobleme komplett vergehen. Wir haben aber diese Katastrophe mit den Atemproblemen. Jetzt ist schon ein bisschen besser, aber die Atemprobleme tauchen auch trotzdem auf, auch wenn es kühler draußen ist. Also ich spüre es trotzdem. Also seit einigen Tagen geht es mir wieder besser mit der Atmung. Aber wie gesagt, sie tauchen immer wieder auf und ich hoffe, dass das dann bei der Reha komplett vergeht und dass ich wirklich dann auf die Beine komme. Das wäre heute mein Wunsch. Ja, sofern es mir atemtechnisch gut geht, möchte ich auch Wanderungen unternehmen. Ich werde wieder filmen, ich werde euch wieder mitnehmen, dass ihr das sehen könnt, wo ich hingehe, dass ihr die Gegend sehen könnt und das mit mir genießen könnt von zu Hause aus. Entweder mache ich sie live oder via Aufzeichnung, das weiß ich noch nicht. Und was ich noch vorhabe, ist ein tägliches Reha-Tagebuch zu machen, um euch einen täglichen Bericht zu geben, wie es mir auf der Reha geht. Ja, das wollte ich euch mitteilen. Für heute wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und ich halte euch wie immer auf dem Laufenden.